Dafür begrüßen wir den FC Hansa Rostock nach 9 langen Jahren zurück in der zweiten Liga. Am Ende hatten sie noch mal ein bisschen Wackelbeine, die Rostocker, aber es hat gereicht. Riesenjubel an der Ostsee und da kommt was auf die zweite Liga zu. Zum Beispiel so ein Typ wie Jan Löhmannsröben. Genau, dieser Moment ist schöner als der beste Sex, den ich in meinem Leben hatte. Es ist einfach Wahnsinn. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Und heute schütte ich mich einfach nur zu und unfassbar, unfassbar einfach. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Aussage so mit seiner Freundin abgestimmt war. Klar, dass wir Jan Löhmannsröben heute nicht zum Interview überreden konnten. Der hat eine harte Nacht hinter sich, Alexander Kups. Ein Löhmannsröben braucht keinen Rathausbalkon, wenn er einen Bagger haben kann. FC Hansa Rostock blau-weiß. Mann, mehr geht nicht. Aufstieg, Ultra. Gestern Abend, Rostock, Rathausplatz, rund 6000 Anhänger unten. Auf diesem Baufahrzeug Party Löwe Löhmannsröben und seine Kollegen. Das war einfach geil. Klar, so, ne? Ist natürlich alles vielleicht nicht so unbedingt erlaubt, aber es war einfach geil. Es hat einfach Bock gemacht. Kameramann Löhmannsröben ist nicht auf den Mund gefallen. Und sein Mund nicht immer bedeckt. Ermahnen, Maske aufsetzen. Maske! Dann kann die Sause ja weitergehen. Eskalation. Am Morgen wird die Verwüstung dann sichtbar. Rund 250 Chaoten haben in der Innenstadt gewütet. Eine Anwohnerin filmt die nächtlichen Krawalle. Der Verein distanziert sich. Schreibt, das ist der letzte Scheiß. Es ist beschämend, dass ein solcher Tag für die Geschichtsbücher diesen Makel mit sich trägt. Bilder, die bleiben. Aber auch diese. Und jetzt ist es soweit! Jetzt ist der FC Hansa zurück in der zweiten Liga. Die Kogge hat sich ins Ziel geschleppt. Platz 2. Das 1:1 gegen Lübeck reicht im Fernduell mit Ingolstadt. Der entscheidende Elfmeter von Baxter Bahn zum Ausgleich. 9 Jahre dritte Liga vorbei. Jetzt bist du richtig im Geschichtsbuch bei Hansa. Nicht bloß als Trainer, sondern du hast jetzt was vorzuweisen. Das ist schon wichtig, auch in der Karriere von einem Trainer. Und deswegen bin ich natürlich auch total stolz, das hier bei so viel Druck erreicht zu haben. Druck von der Pulle nimmt Löhmannsröben. Er gibt den Startschuss zur Aufstiegsparty. Nicht nur in der Kabine, sondern auch im Leichtathletikstadion nebenan. Es brechen alle Dämme. Statt Fair, Halle und Uerdingen heißen die Gegner in der kommenden Saison nun HSV, Werder Bremen und Hannover 96. Es gab noch nie so eine geile zweite Liga wie nächstes Jahr. Und dass ich mit meinen 30 Jahren als alter Traktor da noch mal jetzt auflaufen kann, Gänsehaut. Freut mich für die Fans, für die Stadt, für alle. Doch der Aufstieg hat auch im Leichtathletikstadion Spuren hinterlassen. Heute Morgen Aufräumaktion, der Schaden groß. Hansa spendet 20.000 Euro. Schon direkt nach dem Spiel hatte der Rostocker Oberbürgermeister so eine Vorahnung. Es wird eine sehr spannende dritte Halbzeit geben. Ja, Corona, ich hoffe, dass viele sich vernünftig verhalten. Wir werden damit rechnen müssen, dass es zu der einen oder anderen Sache kommt, worüber wir diskutieren werden müssen. Nun ja, beim Trinken muss die Maske ja eh ab. Zugeschüttet hat er sich Feierbiest Löhmannsröben, aber nicht bis zum Umfallen. Meldung von ihm heute Vormittag via Instagram. Gerade so überlebt. Gute Besserung nach Rostock und dann